So, und dann willkommen zurück. Ich habe mal ein bisschen gesucht. Da komme ich auch nicht hoch. Das ist wieder so eine komische Wand. Ich glaube, ich müsste jetzt alles abgegangen sein. Und was von mir erreichbar ist, habe ich erreicht. Ansonsten, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal hier nach Westen. Oder? Ich habe auch einige Fähigkeitspunkte. Alleine durchs Rumlaufen mir angespart. Ich bin nicht ganz sicher, was ich ausgebe. Ich weiß nicht, was ihr meint. Turbosprint angreifen. Ultrageistmagnet. Ich weiß nicht, was Lichtstrahl ist, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, es ist besser dann, wenn wir später mal ja, hier wahrscheinlich das schwimmen können. Ein Turbosprint LT. Und oh, die Geistermagneten. Moment. Das ist Dash und das ist U. Lade es auf und dann habe ich so ein komisches Glühen um mich und kann das vorwärts dashen. Na gut. Okay, wir sind jetzt beim Baum. Und haben jetzt die Wasserader. Und haben damit den Ginsobaum. Okay, irgendwelche Portale. Das Wasser von Nibel floss einst durch eben diesen Baum. Jetzt ist er verdorrt. Von innen vertrocknet. Wir müssen den Fluss wiederherstellen, das Herz des Ginsobaums finden. So, und ich muss vor allem meine Ohr anschalten, damit ich weiß, wie lange ich noch die Aufnahme mache. Okay. Also, wir sollten erstmal hier diese Teile erledigen. So, wenn wir hier rein sind, kommen wir hier raus. Aha. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich, während wir springen. Ja, au. Ohne Schaden zu nehmen, wäre besser gewesen. Aber kann ja jeder. So, dann sind wir hier. So. Stelle ich mir meinen Speicherpunkt hin. Ich habe wirklich gelernt, also wir haben schon jetzt deutlich stärkere Gegnerarten. Zwischendurch, die waren einfacher. Ginsobaum, 2%. Na, der wird. Ich gehe die Karte hoch, aber soweit geht's gar nicht. Nein. So. Sehe ich mich? Ach, dort oben bin ich. Ach so, ah, guck mal, ich hätte gerade noch gewundert, warum ich nicht die Karte hochfahren könnte, aber es wird immer mehr freigeschaltet. So, würde ich sagen, wir machen mal Speicher. Dich kann ich nicht zerstören. Das heißt, ich muss auf dich drauf und gleich nach hier. Möglich. Dass also hier wirklich, dass ich mal komplett nach links und rechts kann. Nein, nein, nein. Ah. Okay. Wir verstehen, wie es funktioniert. Es heißt nur noch richtig machen. Ich wusste nicht, dass wir gleich drauf landen. Ich dachte, wir müssen nochmal nachspringen. Okay. Jetzt müssen wir also dort, warum auch immer, da nochmal so an der Seite was ist. Oh, da oben ist irgendwas zu finden.
Ob ich das jetzt so clever war, weiß ich nicht, weil jetzt haben wir keinen Speicherpunkt. Wir kommen. Ich würde keinen Speicherpunkt setzen, na gut. Ihr habt gerade gesehen, wo ich stand, oder? Also relativ ungünstig. So, hier müssen wir wahrscheinlich langsam runter. Heidewitzka. Kein Speicherpunkt setzen. Okay, wir gehen erstmal nach links. Oh Gott. Au. Au. Okay, ist alles machbar. Das Problem ist wirklich eher nur, dass wir gerade keine Möglichkeit haben, hier Speicherpunkte zu setzen. Okay. Wir kommen zurück. Au. Clever gemacht. So, ich würde sagen, wir machen mal hier ein. Okay. So. Wir kommen dann zu oben raus. Ah, okay. Das müssen wir wissen. Wir den gesetzt haben. Mit einem Lebenspunkt. Bin ich? Da. Ist das nichts? Was ist hier? Ist irgendwie der Baum hat was abgekriegt. Einem Lebenspunkt, das ist eigentlich total. Na gut, das hilft nichts. Oh nein. Das ist spaßig. Das geht durch das Portal durch. Klar. So, dann haben wir aber noch so ein Ding. Wisst ihr, was das spaßig jetzt wird? Ich vermute mal, wie folgt aussehen. Wir schieben. Achso. Können wir sie überhaupt schieben? So. Dann müssten wir es erzeugen. Das Problem ist nur,
ich dann schnell weg muss. Okay, dann weg das Ding. Gut. Speichern wir mal. Nette Physikrätsel, wo bin ich? Da bin ich. Puh. Okay. Ich würde gleich mal hier speichern. Das sieht so nach Bosskampf aus, oder? Mal leicht vorwärts gehen, zu wissen, wo man ist. Ich höre es mal. Okay, wir speichern. Haben wir einen zweiten Bosskampf hingekriegt? Oder, ja, es sind Mini-Bosskämpfe, diese komischen Tentakelwesen. Und da haben wir zwei Steine. Also, wenn wir hier reinspringen, wo kommen wir raus? Da. Jetzt die Preisfrage. Was passiert, wenn wir hier reinkommen? Sind wir hier? Wehgetan. Hm. Okay, wir haben gesehen. Ach, nee, okay, ich kann sterben. Bitte stirb. Luftikus? Was war ein Luftikus für ein Achievement? Führe 5 Doppelsprünge in Folge aus, ohne Boden zu berühren. Jo, haben wir angekriegt. So. Gut, also den ersten kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Können wir eigentlich gleich mal speichern. Oh, wir sterben einfach, weil wir so dumm sind. Mist. Gemäht, dass das beides genau in der Luft ist, ja. Gibt es ein Achievement für x Minuten in der Luft bleiben? Na gut. Komm, stirb. Stirb, Ori. Oh, das ist dieser Winkel. Ne, ich will mit mehr Leben da reingehen. Okay, also wir springen. Oh. Stirb. Okay, besser. So, wir nehmen den einen mit. Ah. Ich trau mich nicht. Oh. Ich will noch mal kurz den Speicherpunkt. Okay, das war gar nicht ohne. So, wir kommen hier raus. Brauchen aber auch 4 Elemente. Also Karten, hier Teile. So, wir müssen darüber. Okay, ich speichere mal lieber hier. Also. Mit einem Leben. Aber cooler Baum, muss ich schon sagen. Also die Ebene, das ist schon. Oh Gott, das ist ja wirklich viel schon, was wir gemacht haben. Das ist ganz cool. Da brauche ich einen Dreifachsprung, das kriege ich nicht so hin.
Das war's. Tief aus dem Inneren dieses Stammbaums höre ich Schreie des Entsetzens. Rehm war agil. Er sprintet durch die Luft. Höre auf seine Stimme, denn er verbreitet die Weisheit. Und wir bekommen? Du hast das Stoßen erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Y bei Laternen oder feindlichen Projektilen gedrückt halten und deine Richtung zielen, in die du durchstürmen möchtest. Projektile werden die in gegensätzliche Richtung umgelenkt. Hm. Was? Okay, das verstehe ich noch nicht ganz. Okay, Moment. Das ist mir wert, dass wir mal einen Speicherpunkt setzen. Das ergibt Sinn. Das heißt also, ab sofort sind wir ein kleines Geschoss. Na komm mal her, Kröte. Wir uns bewegen, wenn sich der Gegner bewegt. Okay. Nee. Quatsch. Nochmal. Ja, doch. Der Pfeil zeigt einfach, wie wir uns ihn bewegen. Und das projektieren die Gegner. Okay, nee, ja, es war auch so beschrieben, ich weiß, aber. So. Bei jedem Projektil. Oh. Ja, bei jedem. Das ist natürlich auch eine Sache, weil wenn sie sehr schnell diesen Pfeil in eine Richtung lenken müssen. Kann es mitunter natürlich relativ eklig werden. Okay, das war. Damit habe ich es nicht gelernt, sondern habe es einfach nur. Genau, und jetzt wird es spaßig. Jetzt müssen wir die Projektile in die Gegenrichtung lenken, aber beide sind okay. Da ist okay. Da hoch? Ach so, ja. Dumme Frage. Mit unserem neuen Wissen ganz einfach. Die Möglichkeiten, die man jetzt hat, Projektil durch diese Portale zu schießen. Nee, ist so blöd. Tisch, komm, wir sterben. Ich habe zu viel Leben verloren. Okay. So, ich brauche zwei Projektile, die hier durchgehen. So, Problem ist eher das zweite. Dass wir uns damit automatisch selber wehtun bei der zweiten Stelle. Okay, das könnte ausreichen, zumindest das zu machen. Dann brauchen wir noch eins. Dann müssen wir
Nein. Okay, wir spalten erstmal ganz kurz. Müssen wir leicht nach oben fliegen. Langweilig werden, weil wieder ein paar normale Gegner. Ich habe mich manchmal gefragt, wie man so diese Projektile, weil die irgendwie so seltsam waren. Die Monster hätte ich lieber anders gebraucht. Nee, das war nicht ganz gut. Nochmal. Nee, nochmal bitte. So, vielleicht. Nee. Doch, es muss irgendwie mit dem gehen. Keine Ahnung. Au. Toll. Ah, ich muss weiter hinterfliegen lassen. Gut. Weiter hinten habe ich gesagt, aber nicht bis zum Tod. Nee, aber fast. So. Sehr gut, Energiezelle. So, jetzt muss ich nur irgendwie versuchen. Ich speichere mal gleich hier. Nein, da, doch, doch. Ah, ich wollte noch. Mist. Okay. Puh, so, jetzt. Ja, 4 Teile, da bin ich tot. Puh. Ein Glück gibt's hier diese Sonderpilze. Speichern mal hier. Ja, ich glaube, das müsste fast oben sein. Hui. Mann, Mann, Mann. Okay. Oh. Mhm. Plattform, die auf und runter gehen. Sehr geil. Ich weiß auch noch nicht. Ach so. Ah. Ich weiß nicht, was es geht. Oder? Okay. Wir können doch bestimmt hier die Projektile. Okay. Lass uns erstmal kurz testen. Auf die Tür oder auf das Vieh zurück? Das weiß ich noch nicht. Okay.
Okay, also uns selbst dorthin bringt nie so viel. Ja. Mach nochmal. Okay, aber wir wissen, wie es geht. Stadtler mit zu wenig Leben hier rein. Das Ding ist nicht nur, dass ich gerade in Plattform hin und her springen muss, sondern ich muss ja auch noch sicher landen, wenn das Projektil zurückfliegt. Wie komme ich da hoch? Das Spiel wurde gespeichert, hieß es doch. Gang. Gästebrunnen. Sehr gut. Aber Mann, ist das cool gemacht. Das. Entschuldigung, das in die Gegenrichtung. Spaßig. Das setzte des Ginsobaums, so war das Element des Wassers einst, sicher auf, doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Mhm. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen, und zwar auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, es gibt zwei Wege hier. Wow, das ist schon ordentlich, das Ding. Okay, dann gehen wir als erstes vielleicht mal hier nach links.